So, hallo und willkommen zu einem. Oh, ich roll hier 5 Meter zurück. Einen weiteren Stream am Freitag. Genau. Es geht weiter mit unserer Beauty-Reihe. Und zwar machen wir heute einen Honiglippenbalsam. Hallihallo. Sehr schön abgerundet. Genau. Und wir brauchen heute wieder einige Zutaten, unter anderem Honig. Haben wir natürlich den guten Bio-Honig aus Deutschland. Nee, andere Richtung. Ich kann irgendwie mit Kamera nicht umgehen. Weiterhin brauchen wir ein bisschen Bienenwachs. Da haben wir hier so Bienen. Das ist schlecht zu sehen. Da haben wir so Bienenwachspastillen. Und brauchen wir auch Kakaobutter. Die haben wir hier. Unglaublich lecker riecht. Mhm. Nach Kakao. Mhm. So, dann brauchen wir noch etwas Jojobaöl. Das ist dieses hier. Und wir es reinfüllen können. Das sind unsere Salbentiegel. Da passen jeweils 15 Gramm rein. Genau. Und das kann ich jetzt mal netterweise leise und das Mikro. So, und als okay, ich habe Sprachprobleme diesen Freitag. Die ersten Schritte sind auf jeden Fall erstmal die Zutaten zu schmelzen. Bienenwachs, so wie Kakaobutter, muss geschmolzen werden. Wir haben das ein bisschen vorbereitet, aber ich glaube, das muss auch schon wieder in die Das muss jetzt nochmal geschmolzen werden. Aber theoretisch war es schon. Bienenwachs mit Jojobaöl. Na dann los. Die Waage. Die Waage. Wo ist die Waage? Hinter mir. Wobei wir brauchen 10 Milliliter und keine Waage. Keine Waage? Keine Waage, sondern 10 Waage. Milliliter. Das machen wir hier mal über die. Das hier sind 15 Milliliter. Also werden das hier ungefähr 10 Milliliter sein. Die kippen wir jetzt hier zu. Lecker. Und das Ganze kommt kurz in die Mikrowelle. Oh. Wenn ich mit den Rollen kann, kann man rein machen. Wieso? So. Spiel hier mal kurz an der Mikrowelle. Das machen wir so lange, bis das Wachs vollständig geschmolzen ist. Und dann kommt die geschmolzene Kakaobutter dazu. Die haben wir hier schon vorbereitet. Die hält sich anscheinend auch ein bisschen länger für sich. Genau, die ist auch noch sehr heiß und riecht unglaublich lecker. Na, wie sieht's aus da an der Mikrowellenfront? So, Mikrowelle. ja, das dauert ein bisschen. Bienenwachs ist dann doch nicht so einfach wie Kakaobutter. Aber ja, muss der Honig denn auch mitgeschmolzen werden? Nein. Nein, den machen wir einfach dazu. Den machen wir dann dazu. Das ist übrigens heiß. Also bitte, falls ihr kleiner seid, aber die Mutti fragen, Patty oder wer man da ist. Hast du mal einen Löffel? Ich habe einen Löffel für dich. Lecker, danke. Mhm. Bitte schön. So. Sehr heiß. Einfach mal kurz meine Ärmel benutzt. So, und der nächste Schritt ist? Dazu kommt jetzt die Kakaobutter. Nein, dann fülle ich das jetzt auch mal richtig schön hier rein. Kratze ich auch schon richtig raus, damit wir alle bekommen, was wir daraus bekommen können. Das ist echt angenehm auf jeden Fall. Und dann rühren wir das wieder um. Und dann brauchen wir noch einen Teelöffel vom Honig, den wir darunter rühren. Also einen halben Esslöffel. Ein was? Teelöffel was? Ein Teelöffel Honig. Nein, 20 Gramm Honig. Unsere Waage. Mal sehen, ob das ein Teelöffel wäre. Upsala, sorry. Für den hier benutzen. Das ist schon ein bisschen extra. Ich rühre währenddessen, damit er sich nicht weiterhin schmelzt. Das ist noch nicht auf Null. Jetzt haben wir es auf Null. Genau. Teamwork hier. Oh, 10. Genau, die Hälfte ist super. Dann mache ich das nochmal. Und schwupps. Bisschen noch. Nein. Vision ist noch. Und das letzte Stück. Und wir sind bei. Läuft. Nehmen wir so. Kreative Freiheit. Okay. Okay. Das wird jetzt untergerührt. Mhm. Wird es das? Wird es.
bisschen. So, die Waage packe ich jetzt mal. Ich rühre. Ach, schön. So. Das ist jetzt gerade so eine Masse. Eine Masse, die unterschiedliche Konsistenzen hat. Wir versuchen das zu einer homogenen Masse zusammenzurühren. Und wenn nicht, kann man ja das auch noch mal in die Mikrowelle stellen. Genau. Obwohl, das sieht doch aus. Sehr schön. Das sieht schon richtig aus wie so eine Lippenbalsamcreme. Finde ich auch. Genau, jetzt haben wir hier. Im Moment sieht es ein bisschen aus wie Babybrei auch tatsächlich. Aber wird schon nicht essen, sehr viel Öl dabei. Es wird noch härter. Genau, und bevor uns das jetzt zu sehr aushärtet, können wir das schon mal in die Tiege füllen. Oh, haben wir unsere Stäbchen? Wir haben nämlich so Arztstäbchen, Kosmetikstäbchen, also so Arztstäbchen, die man beim Arzt eigentlich in den Rachen bekommt. Aber die man auch für kosmetische Sachen benutzen kann. Und die eignen sich jetzt natürlich perfekt, um das in unsere Tiegel? Ja, Siegel ist was anderes. Tiegel zu füllen. Genau, wie gesagt, genau, habe ich das sind rein. Diese Stäbchen hier. Ein bisschen dicker als Eisstiele. Und ab geht's. In meinem ist jetzt noch ein bisschen Öl. Das wird nachher... Nein. Oh, ja. Es wird am Ende dann ein bisschen ölig werden. Treffsicher ist anders. Oh Gott. Was mache ich denn hier? Aber von der Masse her ist das gut. Ja. Also schon der Menge her. Achso, du bist ja schon richtig. Ja, ich bin schon voll. Oh, ich habe dir nichts weggenommen. Ach Quatsch, das reicht alles aus. Nein. Kratze ich das hier nochmal ein bisschen aus. Ja, ich könnte sonst noch was abgeben. Gut, ich glaube, das reicht auch. Oh, jetzt hat mir seinen Daumen geschmiert. So, genau. Hier ist der fertige Lippenbalsam. Ich stufe das jetzt nochmal so. Eigentlich müsste der jetzt noch ein bisschen trocknen, aber ich teste den schon mal. Oh, sehr wild. Nach was riecht es denn? Was überwiegt denn von den ganzen Düften? Also sehr honiglastig. Honig, also und Honig? Die Lippen sind sofort seidenweich. Das ist doch gut. So, ich kratze jetzt nochmal die Reste aus. Ich habe das so ein bisschen in die Ecken gespult, da gepackt. Deswegen, diesen Freitag läuft. So. Wäre das so mein neuer Job? So, und dann noch schön in. Mal ein bisschen sauber machen. Ich habe nämlich alles dreckig gemacht. Wirklich überall, wo es ging, habe ich irgendwas hingeschmiert. Also ihr seht auf jeden Fall, innerhalb kürzester Zeit kann man sich einen super angenehmen Honiglippenbalsam selber machen. Und, das stimmt, das ging echt schnell. Super ergiebig das Zeug. Habt ihr lange was von. Und in den Glastiegeln kannst du auch gleich immer wieder nachfüllen. Also eigentlich sind wir schon fertig, nur ich brauche noch 3 Stunden. Ja, das ist irgendwie so wie... Date macht daraus noch ein Kunstprojekt. Ja, wie so im Laden. Das hat immer so ein Tschuh. Naja, da ist kein Tschuh raus. Ja, es reicht mir jetzt auch. Es ist genug. Möchtest du auch mal testen? Na, aber sichi. So, ich nehme das jetzt hier schön auf meinen Finger. Nein, es ist wirklich sehr gut. Es ist halt, wie Nicole gesagt hat, es macht die Lippen sofort weich. Und man spürt auch den Wachs, das macht das alles so ein bisschen fester. Aber ja, wie ein Labello. Ja, ich habe es auch immer noch auf den Lippen. Sehr angenehm. Auf jeden Fall wenig benutzen, da braucht man nicht viel von. Es schmiert gut. So, das werde ich mal nehmen. Das Endprodukt, meine Finger sind schwer voll. Wunderbar, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Das war ein super schnelles Video, aber es war auch ein super schneller, nicht wollte nicht Trick sagen, sondern ein super schnelles Produkt. Ich habe heute viel. Okay. Genau, dann viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da gibt es selbstgemachtes Deo. Da freue ich mich schon drauf. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss.